Moin Freunde, Shane TSG TV Reviews und ja, ich unboxe euch heute ein sehr exklusives Geschenk von mir für mich. Und zwar habe ich mir mal eine Flasche Shampoos gegönnt und die schauen wir uns jetzt an. Wir schreiben es allerdings den 30.11. Das bedeutet, ich werde heute noch keinen Schluck davon trinken, aber natürlich seht ihr in dem Video, wie ich hiervon trinke, weil ich werde das in zwei Hälften cutten. Aber ihr werdet es eigentlich gar nicht wirklich mitkriegen. Aber ich wollte das bloß mal erwähnen, da die Flasche ja schon ein bisschen früher angekommen ist jetzt. Und also ich bin übelst gespannt. Ich habe keine Ahnung, wie mir das schmecken wird in der Zukunft. Bis jetzt. Ach du heilige Scheiße. Hätten sie mal ein paar Fuffis nehmen können hier, um das, um das, na ihr wisst schon, polstern zu können. Ich hoffe, euch gefällt übrigens das neue Setup, so wie ich es aufgebaut habe. Ich habe keinen Bock mehr mit der Cam Only zu recorden. Dann lieber mit dem Mikro, aber ich hoffe, man versteht mich auch. Hier ist die Rechnung. Ja. Rechnung braucht man nicht gucken. Ich werde hier nichts kappen. Junge, Alter, wie krank wollen die das noch verpacken? Das fühlt sich ganz schön schwer an, obwohl es, glaube ich, nur 0,7 sind. Ja, mehr durfte. Junge, ist das krank. Wie verpacken die das, Digga? Eine Flasche Dom Perignon Vintage 2012er. Ich hatte erst gedacht, ein 2008er. Ich hatte auch erst gedacht, einen. Boah, keine Ahnung. Ich werde es euch mal in die Videobeschreibung verlinken. Sofern denn noch eine Flasche über ist, weil es waren, glaube ich, bloß noch zwei, drei da. Vielleicht war es auch einfach nur eine Marktmasche, keine Ahnung. Ja, das ist die Geschenkbox der Dom Perignon Flasche. Wir haben vorne natürlich den Schriftzug. Und das Logo, wie gesagt, das ist ein Vintage von 2012. Ich habe damals mal Moët getrunken, das ist aber verdammt lang her. Und naja, Champagner ist eigentlich nicht so meins, aber ich will es einfach mal probieren. Wie gesagt, ich habe heute zu dem Tag des Uploads am 4.12. Geburtstag und ich dachte, jo, warum nicht? Ja, das ist die Seite, das ist oben, überall steht Dom Perignon drauf. Ja, als wüsste man das nicht schon, wenn man es vorne liest. Und hinten haben wir noch ein bisschen Credits oder so, keine Ahnung. Naja, ja, 750 Milliliter mit 12,5%. Und das Ganze ist FSC, bla bla. So. Ja, wir haben mit zwei lustige Henkel, wo wir das Ganze rausziehen können, womöglich. Ja, gut. Aufpassen, dass nichts runterfällt hier, das wäre nicht so gut. Meine allererste Flasche Dom Perignon, Alter. Hallo. Junge, Alter, ich würde dir noch fünf Anleitungen mit reinpacken. Ich will das Zeug das noch trinken. Okay, wir haben. Sieht aus wie so eine Eiskarte oder so. Wir haben eine Dom Perignon. Vintage, ja, hier ist irgendwas auf Chinesisch und Französisch und ja, hier steht noch ein bisschen was. Wollen wir Lesestunde machen, aber. Ich sehe kein Deutsch. Könnt ihr euch was auf Englisch vorlesen, aber ob ihr das hören wollt, das ist die nächste Frage. Porte uno ambiente ceteratische calle de une quete sans kesse. Yeah, lassen wir das, ja. Gut. Ich halte euch das trotzdem mal in die Cam. Ihr könnt euch das ja mal screenshotten, was weiß ich, anhalten und durchlesen, wenn ihr wollt. Ich halte euch mal den englischen Teil in die Kamera. Ja, hier gibt es nochmal so eine Story von Vincent Chaperion von Dezember 2020. Okay, wir gucken uns das Ganze an. Ich bin sehr gespannt. Hier ist die nächste Umverpackung, also die nächste, das Tor zum Shampoos oder so ähnlich, keine Ahnung. Da ist er. Junge, ist die kalt.
Ja gut, die war die ganze Zeit im LKW. Draußen sind es, keine Ahnung, 4 Grad. Richtig gut, Mann. Da ist die Flasche Dom Perignon. Wir haben hier eine riesen Aushöhlung, Holung, Höhlung, Holung. Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Ja, wir haben das Logo. Es ist, fühlt sich sehr nice an. Und schön vintage eben. So wie die Sorte auch heißt. Ja, hier ist nochmal das hintere. Und ja, also ich würde sagen, ich muss jetzt leider warten. Noch 5 Tage, bis ich das. 4 Tage, Digga. 5 Tage? Na, ihr wisst, werden wir sehen. Ich muss noch ein paar Tage warten. Und ich bin sehr gespannt, wie mir das schmecken wird. Ich habe noch ein Glas dazu bestellt, das kommt nachher noch extra. Ich bin mega gespannt. Bis gleich. Sozusagen. Für euch ist bloß ein Schnips. Moin Freunde, da bin ich wieder. 4.12. 10.51 Uhr, so muss es sein. Ich habe noch ein Champagnerglas dazu gekauft. Das spiegelt heute ein bisschen doller, ja. Aber gut, die Verpackung spiegelt auch. Vom Ritzenhof, Alter. Bester Mann, Junge. Ja, es ist ein Partyglas, keine Ahnung. Ich habe gedacht, das nehme ich mit. Shampoo Celebration Glass. 2021. Ja, es spiegelt alles zu doll. Gut, ja, jedenfalls ist hier das Shampoosglas drin, weil ich dachte, wenn man sich schon einen guten Shampoo holt, dann muss man. Digga, ist einfach so ein Tuch zum Saubermachen drin. Was soll das? Ey, Junge, einfach ein Shampoos-Tuch. Ja, okay, gut. Also irgendwann ist auch mal Schluss. Also übertreiben müssen wir es nur nicht. Hier sind wirklich Swarovski-Kristalle dran. Ich kann euch das auch gerne mal in die Videobeschreibung packen. Das sind einfach Swarovski-Kristalle. Hier eingraviert. Die sind richtig drin. Also das ist nicht einfach bloß ein Bild. Das ist. Die sind einfach da. Ja, gut. Das Celebration-Glas, Ladies and Gentlemen. So. Jetzt wird es aber Zeit hier. So, wir öffnen die Flasche Dom Perignon. Vintage. Weitwinkelobjekt mag keinen Zoom, haben wir festgestellt. Ja, gut, ich bin im Zoom. Es passt schon irgendwie. Ah, guck. Ja, man sieht's. Ja, gut. Ihr habt die Flasche eigentlich auch schon gesehen. Ja, für mich ist es schon ein paar Tage später jetzt. Ich bin auch unter den Rasenmäher gekommen. Ihr seht das hier gerade. Ja, deswegen habe ich auch wieder jetzt den zweiten Teil extra aufgenommen, sozusagen. Am heutigen Tag, heute wird es Double Upload geben. Wir verköstigen noch die Flasche Don Papa, den ich mir geholt habe. Und ja, das war's dann. Dann bin ich unterwegs mit Familie. Ich kann ja mal ein bisschen quatschen dazu. Ich bin mit der Family ein bisschen unterwegs. Also sprich Kuchen essen, Kaffee trinken. Also ich bin kein Kaffeetrinker, aber. Ich habe eine Flasche Shampoos, lul. nee, aber ja. Dann noch mit Kollegen treffen. Und dann geht's wieder nach Hause. Und zu Hause wird dann mit Skerko, Grüße gehen raus, auch nochmal das ein oder andere Schlückchen verkostet. Dom Perignon, meine allererste Flasche, noch nie gehabt. Ich bin gespannt. Vintage, 2012 ist das, ja. Ich habe immer, ja, ich wollte erst den Achter holen, aber deswegen. Oh. Ich will bloß nicht den Druck zu heftig machen. Ihr wisst, wie das eskaliert. Aber es wäre natürlich lustig fürs Video, wenn es. Aber es darf nicht über mein Setup fliegen. Also, falls jetzt irgendwas passiert. Ich habe ein bisschen Schiss, Alter. Es ist nicht übers Setup gekippt. Also ich sehe aus wie Scheiße und der Boden sieht auch aus wie Scheiße und es wird richtig dolle kleben. Das soll uns nicht abheben, nicht ablenken von einem Heben. Jetzt ist natürlich ein bisschen was raus. Freunde, so kann es gehen. Sitze zu machen, wenn Krieg ist. Okay. Tja, Shampoos ist nicht meins. Also ich bin mehr der Schnapstrinker, Mischentrinker. Wenn dann. Ich habe auch mega reduziert, muss ich dazu sagen. Alter, das sprudelt ja des Todes, Junge. Ist ja schlimmer als Bier. Das war. Okay, wenigstens ist es auf Kamera. Ich hoffe, man hat auch das Unheil so ein bisschen gesehen.
Ah, geil, Alter. Vorhin, ich habe noch nichts getrunken und werde ja schon vom Geruch besoffen, ey. Ich habe auch noch nichts gegessen heute, aber muss ja richtig brodeln im Magen, ja, die Scheiße. So, Freunde, aus dem Celebrations Champagnerglas, den Dom Perignon zum 33. übrigens. Ich klebe an allen Ecken, sieht man das? Das ist auch scheißegal. Junge, die Hose kommt auf jeden Fall in die Wäsche. Und, Prost, Shane, auf mich heute mal. Und ich hoffe, es schmeckt. Junge, diese Kohlensäure, ich bin das gar nicht gewohnt, so viel Kohlensäure, Mann. Das ist. Oh. Junge. Aber schmeckt nicht schlecht. Also, ich hatte mal einen Moët vor, keine Ahnung, 5 Jahren oder so. Den hatte ich mir damals mal geholt, Moët Rosé. Und ich fand den. Ich fand den richtig widerlich, aber der ist echt gut. Ich kann so angefangene Gläser nicht sehen, deswegen kippe ich immer noch. Scheiße, dass jetzt so viel weggekippt wurde. Und neues USB-Kabel werde ich auch gebrauchen können. Aber ansonsten ist nichts passiert. Großartig, zum Glück. Und ja, so lässt sich leben, Freunde. Sehr geil, alles ist natürlich in der Videobeschreibung verlinkt, da könnt ihr euch das mal angucken. Ich will euch nicht zum Kauf auffordern oder so, aber ihr könnt euch gerne das mal angucken, wenn ihr jetzt Details haben wollt. Ja. Boah. Also wie gesagt, bei Champagner finde ich, oder allgemein Sekt und Champagner und die ganze Soße. Ja, diese Kohlensäure ist so, ich bin, weiß nicht. Also ich muss schon irgendwie Kohlensäure drin haben, gerade auch im Bier und so. Und in Mischen mit Cola ist ja klar. Aber so viel, oh, das knallt. Das knallt. Ja, das ist wirklich Wahnsinn. Also ich glaube, ich würde sowas nicht exen können. Ich meine, gut, dafür ist es eigentlich auch nicht da, aber naja, ihr wisst ja manchmal, wie das ist. Wenn es denn eskaliert, dann will man auch noch mal exen. Aber also diese Kohlensäure, man sieht das ja. Ihr seht das ja auch selber. Gut, ich habe gerade Greenscreen-Effekt drin. Aber es sieht trotzdem gut aus dafür, dass es Greenscreen-Effekt ist, ja, muss ich sagen. Normalerweise würde das jetzt nicht so gut wiedergeben und hier ein paar Farben rauskehren, aber es funktioniert. Läuft. Ihr seht das ja, wenn ich mich bewege, ich habe ja hier einen grünen Rand an der Hand. Ja, also eben der Greenscreen-Effekt, das ist der Chroma-Key, der hier wirkt. Ja, Fazit. Ist es den Preis wert? Zum Protzen, ja. Für den Geschmack ist okay, aber ja gut, kannst du auch Moët saufen für einen Fuffi die Flasche oder so, ich weiß nicht. Aber naja, es ist eben schon ein bisschen was Edleres, sage ich mal. Und zum Geburtstag kann man sich das safe mal gönnen. Vielleicht werde ich es auch nochmal irgendwann kaufen, vielleicht auch mal eine andere Sorte und wir reviewen die dann. Heilige Fresse, meine Fresse, so. Ich habe schon einen drin, glaube ich. Also ich vertrage sowas gar nicht. Also ich kann so eine Pulle Schnaps trinken, so mit Cola und so, auf einen längeren Zeitraum, das ist kein Thema, aber so eine Pulle Champagner, Junge. Das hämmert schon. Es ist auch, glaube ich, nachgewiesen, dass die Kohlensäure ein bisschen dazu beiträgt, dass man schneller harter wird. Angeblich. Ich habe mal eine Reportage gesehen, da war das so, die haben die das gemessen. Aber ist ja auch scheißegal. Ich quatsch euch hier übelst ein vom Pferd, Alter. Das ist übelst krank. Dabei sollte es bloß ein Video werden. Ich bin es gewohnt, live zu streamen einfach und keine Videos mehr zu machen. Und deswegen quatsche ich immer so viel, weil ich eigentlich immer stundenlang online bin. Und ja, deswegen ist das so normal geworden, dass ich auch viel quatsche, weil man muss ja auch mit der Community interagieren. Du kannst ja nicht stumm da sitzen. Und das ist, färbt, glaube ich, auch so ein bisschen auf meine Videos ab. Und jetzt vor allem, ich habe nichts gegessen und trinke den Shampoos. Da geht mein Redefluss extrem los. Also da ist wirklich Attacke. Das ist schlimm. Manche Leute können mich da gar nicht ertragen. Ihr vielleicht auch nicht. Also einige von euch vielleicht. Aber ein stummes Video wollte ich auch nicht machen. So, ich versuche jetzt mal was reinzuhämmern hier. Ich probiere das jetzt leer zu machen. Und dann würde ich sagen, ist top, Alter, schmeckt. Alter, diese Kohlensäure. Junge, ich habe das Gefühl, die ist hier noch im Hals drin.
Ich habe zwar gesagt, ich schaffe das nicht zu exen, aber ich hab's geschafft. So, macht man nicht beim Domperion. Ja, ein bisschen noch ist noch was drin. Ja, wie gesagt, ich werde den Kollegen auch noch was geben. Deswegen wird das wieder verpackt. Beziehungsweise Deckel drauf und Kühlschrank. Jetzt werde ich erstmal wischen müssen können. Können müssen. Ach, ihr wisst schon. Ich bin schon durch. Und gleich verköstigen wir noch einen Schnaps. Also, wir sehen uns im nächsten Video. Oder beziehungsweise, je nachdem, wann ihr wie was online kommt. Dankeschön fürs Einschalten. Wunderschön, dass ihr dabei wart und. Kohlensäure ist. Ich mag das nicht. Auch wenn es geil schmeckt, aber die Kohlensäure ist. Boah. Kann man das nicht runterdrehen irgendwie? Das ist einfach viel zu viel. Das ist viel zu viel Sprudel. Haut rein, Dankeschön fürs Einschalten. Wir sehen uns im nächsten Video. Und ja, es kommt wieder mehr Content. Und abwechslungsreicher Content. Die Zukunft wird sehr anders werden, sehr, sehr anders werden. Also es ist jetzt nicht einfach so dahergesagt. Es werden sich richtig krass Dinge verändern für die Leute, die es noch nicht wissen. Ihr werdet es dann auf jeden Fall sehen, erfahren. Und ich werde es auch kundgeben. Jetzt reicht's aber wirklich. Dankeschön, wunderschön. Auf Wiedersehen. Tschüss, tschaußen, macht's gut, Ehre.